Natürlich gibt es immer auch stressige und chaotische Tage. Da hilft es mir immer, mir eine Struktur zu setzen, dass ich an einem Faden entlang arbeiten kann und nichts vergesse und dann eventuell auch Kollegen um Hilfe frage oder einfach mal tief durchatme und eine kurze Pause mache und dann wieder aufs Neue auf die Aufgabe zugehe und dann schaue, wie man die anders bearbeiten kann, wenn es so nicht klappt. Genau, wichtig ist auch, dass man es dann nicht mit nach Hause nimmt und wenn, dass man es dann einfach einmal nochmal mit jemandem bespricht, das Wichtigste sagt, vielleicht fragt, was man anders machen kann und dann versucht es nicht mit in den nächsten Tag zu nehmen, weil es immer wieder auch gute Dienste gibt.